So, und dann herzlich willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute, mal, wie ihr sehen könnt, genau wieder mal in meinem Zimmer. Wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen Ferien verdient. Und zu dem Thema mit dem Stream. Ich hoffe, das ist mit dem Monitor jetzt ein für alle Mal vorbei. Die Problematik, die ich mit meinem alten Monitor, wo ihr übrigens noch da hinten sehen könnt, habe noch zum Teil. Ich hoffe mal, dass die wirklich der Vergangenheit jetzt angehören. Jedenfalls habe ich mir jetzt einen neuen Monitor gekauft. Ihr werdet auch jetzt gleich sehen, warum. Welchen ausgepackt habe, zeige euch noch meinen jetzigen Monitor. Ihr könnt mich vielleicht verstehen, warum ich ja einen neuen Monitor mir unbedingt zulegen wollte. Ja, und ich würde sagen, packen wir das ganze Ding erstmal aus. Ihr könnt wahrscheinlich schon sehen, ich habe das ganze Ding schon mal hier vor aufgemacht. Jetzt muss ich quasi hier mit der Schere nur noch die Seite kurz schnibbeln, ne? So, vorsichtig, so, genau, so. Ein Cutter wäre natürlich, was das angeht, optimaler, da gebe ich euch vollkommen recht, aber ich habe halt nun mal keinen. So. Bevor ich eigentlich zum Inhalt komme, genau, was macht diesen Monitor denn so besonders? Genau, und zwar, ich habe zum einen eine Reaktionszeit von schwarz zu schwarz, nee, von grau, schwarz zu schwarz oder grau zu grau, von einer Millisekunde. Der kann 144 Hertz, hat integrierte Lautsprecher, hat den DisplayPort und ist ein Full-HD-Monitor, kein 4K, kein 2K, kein 8K-Gerät, nein, ein Full-HD-Gerät, weil ich einfach der Meinung auch war, da reicht mir immer noch. 4K brauche ich aktuell nicht unbedingt. Vor allem, wenn ich mir die 4K-Monitorpreise angucke, wird einem schlecht. Aus diesem Grund habe ich auch mich dazu entschieden, ein Full-HD zu nehmen, weil der Monitor kostet allein schon etwa 300 Franken, also 270, 280 Euro. Und ja, eben hat 3 Jahre Garantie und hört auf den Namen Asus LCD Monitor VG248. Relativ kurzer Name für den Monitor. Ich kenne Monitore, die sind wesentlich, ja, wesentlich schlimmer von den Namen her. Wir packen aber das ganze Ding erstmal aus hier. Ich hoffe mal, dass das kriege ich alles so aufs Bild, Leute. Genau, was wird hier zuerst mitgeliefert? Das übliche Klopapier, wenn man Geld sparen will, dann das bitte. Hier der Quick Start Guide, den wirklich keiner braucht in meinen Augen, wozu auch, also ich meine der, ne? Dann hier die Treiber- bzw. Installationsguide CD, wer es möchte. Hier der Standfuß, der, wie ich wirklich sagen muss, doch sehr, sehr stabil aussieht. Auch wenn es sehr, sehr viel Plastik ist, muss ich sagen. Also ich bin da... Hört ihr das? Also, ne? Legen wir den mal hier nach unten. Dann, was wird noch mitgeliefert? Hier ein Audiokabel wird mitgeliefert, was ich sehr cool finde. Und ein DVI-Kabel. Was nicht mitgeliefert wird, und das finde ich so ein bisschen, jetzt kann man natürlich sagen, ich übertreibe ein bisschen wegen der Preisklasse, aber was nicht mitgeliefert wird, ist ein DisplayPort-Kabel. In meinen Augen eigentlich ein, egal, weil ich so wichtig ist, ein Muss, gerade in der heutigen Zeit, aber kann man nichts machen. Dann nehmen wir mal hier dieses Styroporting weg. Genau. Ja. Last but not least, das Stromkabel, hätte ich fast vergessen, Kinder. Seht ihr? Macht man zu schnell, dann passieren diese Sachen. Ja, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Dann würde ich doch mal sagen, heb ich den doch einfach mal aus dem Studio-Monitor hier, ne? Der sieht auf jeden Fall, seht ihr? Schon mal sehr, sehr cool aus. Und ich würde sagen, montieren wir den doch einfach gerade mal zusammen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich euch da jetzt irgendwie drauf kriege.
Ich kann es aber versuchen. Jedenfalls eben so sieht er aus dann. Ne? Auch hier nochmal die Anschlüsse, wenn man das sehen kann. Und ja, dann machen wir den Monitor erstmal ganz kurz hier hin schnell, damit ich nämlich hier den Fuß habe. Und bei diesem Fuß machen wir hier noch diese Folie ab. Die können wir natürlich jetzt noch gebrauchen. Was ich jetzt erstmal ganz kurz gucken muss, ist, ja, sieht man das überhaupt, wenn ich das denn so mache? Na, wirst du wohl? Na? Ja, und da wäre ich jetzt auch wieder. Jetzt bin ich gerade dabei noch, ja, den auf dem Standfuß zu montieren. Das soll ja eigentlich ganz einfach gehen. Hm? Umgekehrt wäre vielleicht nicht schlecht, genau. Ja. So. Muss man also reinschrauben. Also drin wäre er schon mal. Nur also machen wir es mal so hier. Also ich habe ja schon einige Monitor zusammenbauen dürfen. Aber das hier mit dem ist schon eine Herausforderung, die man sich erstmal stellen muss. Hm? Ja, wie machen wir das jetzt? Jetzt würde ich auch mal sagen, dass ich so, der Monitor, der wäre befestigt, wie man sehen kann, ist nicht so eine einfache Sache, muss ich sagen, bei dem, wie ich es mir jetzt vielleicht vorgestellt habe. Vielleicht war ich einfach auch ein bisschen zu leichtsinnig und dachte reinstecken, fertig, ist nicht. Das Ding habe ich umgedreht, das hier reingeschraubt, hinten das ist eine kleine Schraube, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich hoffe, das kann man im Video sehen. Und die muss man halt reinschrauben. Vorher geht da nichts. Genau, aber jetzt mal der Grund, warum. Der ist übrigens ein bisschen größer als den, den ich jetzt habe, fällt mir auf. Der ist wirklich nur ein 22er, der ist ein 24er. Halleluja, bin ich gut drauf. Energielabel A+, aber die sind ja sowieso ja, mehr Schummelpacken zum Teil als sonst was. Ja, der eigentliche Grund, den zeige ich euch jetzt aber. Und da kommt er einfach mal mit, würde ich sagen. Ne? So. Könnt ihr diese Kritzer sehen? Na, da seid ihr wahrscheinlich auch ein bisschen so, hä? Was hast du eigentlich da gemacht? Ne? Und, hoppala. Ja, das passiert mir noch oft hier mit dem Stativ, ne? So, können wir uns nämlich mal hinsetzen wieder. Ja, eben, das Problem ist, das passiert mir noch auf dem Stativ, da muss ich gucken, dass ich irgendwie einen Griff kriege, dass ich mir auch runter geht. Jedenfalls, ja, da hatte ich mal so ein paar kleine Ausrasterchen. Hat jeder mal irgendwann von uns, guter Monitor ist, wie gesagt, auch schon 5, 6 Jahre alt, also von daher würde mir das bei dem nicht passieren, garantiert nicht. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie er sich schlägt. Was ich noch mache, ist ein Testvideo nach 2-3 Tagen etwa, wie er ist. Und das drehe ich auch erst 2-3 Tagen, weil ich muss ja wissen, wie er ist. Wie ist er vom Handling her? Ist er besser? Ist er schlechter? Und so weiter und so fort. Und ja, ich bin mal gespannt. Und was ich mir übrigens noch gekauft habe, ist hier noch ein Displayport-Kabel, 2 Meter. Weil, ja, weil der einfach, wie ich ja sagte, mitliefert.
Und das ist eine Sache, wo ich eine Sache, wo ich sagen muss, bei dem Preis, gut, ist ja aber 270 Euro. Was willst du erwarten, liebes, für 270 Euro? Naja, vielleicht erwarte ich auch ein bisschen zu viel, aber DisplayPort-Kabel sollte schon dabei liegen, wenigstens auch wenn es nur 1,5 Meter ist, Hauptsache es ist dabei. Ha, und ihr dachtet jetzt echt schon, das war's? Nein, natürlich noch nicht. Ich dachte mir eben, dass ich euch noch ganz kurz zeige, wie ich das Ganze aufbaue. Und ja, ich habe zwar schon hier, wie man sehen kann, den Monitor auf die Seite gemacht. Displayport-Kabel ist schon unten durch. Was es nur noch fehlt, ist natürlich der Monitor. Und den, würde ich sagen, schließen wir gemeinsam an. Ich hoffe, man kann mich irgendwie so erkennen. Was mir jetzt gerade auffällt, der Monitor hier, der Samsung P2250, den ich habe als zweiten Monitor jetzt, der hat hier einen wunderbaren Haltegriff. Der aber nicht. Heißt also, ich muss den jetzt irgendwie so nehmen. Beziehungsweise, ich mache den jetzt erstmal so hier hin. Ich bin vielleicht, was das angeht, ein klein wenig kompliziert. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schnuppeln, was ihr so davon denkt, wie ich das hier aufbaue. Weil mich das ja auch immer wieder interessiert, was ihr so allgemein davon denkt. Und juhu, das ist ein deutscher Stecker. Da geht natürlich hier nicht. Super. Wie gut habe ich hier noch Schweizer Stecker irgendwo? So ein Schweizer Anschluss. Seht ihr? Na, kann man das überhaupt sehen? Ja. Weil ich kann, wie gesagt, mit dem deutschen Stecker hier nichts anfangen. Vielleicht verkaufe ich den ja auch. Mal gucken, weil, ja, müsste ich einen Adapter noch extra dafür kaufen und, bah, nee, das muss nicht sein. Interessant, da hätten sie uns auch darauf hinweisen können, hier in der Schweiz. Aber gut, selbst ist der Mann. Selbst ist die Braut, haha. Ja, würde ich sagen, tue ich erstmal das ganze Kabel hier runterziehen. Glaubt mir Leute, mein Kabelsalat und möchtet ihr nicht sehen, das ist furchtbar. genau. Also, dann schließen wir mal zuallererst das Ganze an den Strom an. Hier habe ich übrigens noch so eine Art, ja, wie soll man den nennen? Kabelführung, Kabelding. Aber das ja, ist mir schlechter als recht, deswegen lasse ich das jetzt so, ne? So, an ist er. Ich habe hier auch keinen Knopf, irgendwie, um das Ganze so noch anzumachen. Was ich jetzt noch mache, ist das Ganze an den Displayport anzuschließen. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wo ist denn hier der Displayport-Anschluss, liebe Leute? Wo habt ihr den versteckt? Zeigt euch mal bitte. Genau, hier. So, jetzt habe ich das Ganze auch an Displayport angeschlossen. Jetzt schließe ich das Ganze noch an die Grafikkarte an. Und ja, weil der PC da unten ist, mache ich mal ganz kurz einen kleinen Cut schnell. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht der Monitor jetzt aus, den ich installiert habe. So der zweite Monitor natürlich. Und ich würde sagen, wir schalten mal ganz kurz hier meinen Computer an. Und jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Er wird höchstwahrscheinlich den hier zuerst anschalten, aber gucken wir mal. Genau, seht ihr hier, ne? Jetzt stelle ich nämlich da auf digital um. Machen wir kurz rüber. Upa, lass euch das Ganze ganz kurz weg hier, so. Und ihr könnt natürlich die Kritzer sehen. Ich weiß, habe ich euch schon mal gesagt, wieso, weshalb, warum, ne? Und jetzt möchte ich euch noch was ganz kurz in OBS zeigen. Also habe mich erkannt, das geht wunderbar, ruckzuck, ohne Probleme. Jetzt machen wir mal kurz OBS auf, weil das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, wow, cool. Dann kommen wir stelle ich scharf hier. So, super. Zurück, so.
Und zwar habe ich den Monitor jetzt hier ausgewählt und er zeigt mir hier volle 1920x1800 Bildpunkte an. Und auch wenn ich in die Systemsteuerung gehe, wobei machen wir das Ganze mal kurz hier rüber, dann zeigt er mir bei der Auflösung auch hier 1920x1080 Pixel. Also ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Monitor. Er läuft wunderbar flüssig. Und ja, möchte mich nochmal bei euch recht herzlich bedanken. Sage tschüss, bis dann und ciao, ciao, tschüssi, ciao.